Sehr geehrte Raumschiff-Kapitäne und Kapitäninnen, heute sind wir wieder mal bei Dreadnought und recht herzlich willkommen daher. Ich will mal wieder die Fulgora spielen. Wie gesagt, es ist ja, ich habe so die meisten Klassen und die meisten Schiffe eh so weit durch, also von dem her ist es jetzt einfach so ein bisschen just for fun. Zocken, gucken, was so kommt und vielleicht gegebenenfalls auch anpassen. Also, gucken wir heute mal, wie es mit der Fulgora so läuft. Und ab geht's aufs Schlachtfeld. Ich halte mich erstmal natürlich zurück. Erstmal einfach warten, gucken, was so die anderen machen, wo die Gegner so sind. Ein bisschen reinfinden in das Ganze. Da hinten wird schon schön geheilt. Sehr gut. Das schaut nur so nach einem Teamplay aus, wie es ich mir vorstelle. So, und jetzt will ich hier auf den da gehen, auf den Cloud. Oh, der hat ein Schild an. Und jetzt Schuss drauf und weg da. Aber auf den gehen wir jetzt noch. So, da muss ich erstmal wieder hin. Ab und an gibt es hier noch so ein paar Soundprobleme, das hat man gerade ganz gut gehört. Und, aber ist halt alles auch noch ein bisschen früh. Also das ist ja wirklich so, dass das Spiel noch nicht final ist. Das merkt man halt bei sowas immer mal wieder. Aber das tut dem Ganzen ja wirklich keinen Abbruch. Und wichtig ist ja nur, dass man dementsprechend auf seine Kosten kommt. So, das war jetzt nicht so gut von dem. Ich ziehe mich hier auch mal ein bisschen zurück. Ich muss hier mal schauen, dass ich wieder so ein bisschen hier also klar. Das lief ganz gut. Ich werde hier Gott sei Dank geheilt. Deswegen im hat es jetzt hier gepasst. Aber es war jetzt auch wichtig, dass ich hier die Heilung bekomme. So, jetzt bekomme ich hier die Heilung. Und jetzt schauen wir mal, ob ich da den Heiler hier im Hintergrund rausnehmen kann. Ich muss noch kurz warten. Und weg ist er. Das lief ganz ordentlich. Und jetzt, wenn er hier heilt, dann kann ich ihn auch noch hoffentlich rausnehmen. Oh, ich muss nachladen. Ah, muss ich weg. Hilft alles nix. Jetzt überall habe ich sie hinter mir links und rechts gehabt. War jetzt natürlich hier so ein bisschen, ich hätte vielleicht noch auf den Torpedo warten sollen, bis ich den wieder ready hätte. Aber naja, hätte, hätte Fahrradkette, sage ich da nur an der Stelle. Und gleich geht's wieder in den Battle. Also rein da. Der Gegner stellt sich jetzt hier besser auf. Beziehungsweise der ist jetzt hier koordinierter, das sieht man ganz gut. Aber man hat auch gesehen, ich kann dann gewisse Gegner einigermaßen flink rausnehmen.
An die muss ich jetzt einfach nur rankommen. So ein bisschen warten, bis da die Gegner ein bisschen übermütig werden und den Moment dann auch einfach abpassen. Boah, da sieht man der krasse Damage von dem. Nein, das darf ich so nicht machen gegen den. Da komme ich nicht zu Rande. Da dachte ich mir, da war ich ein bisschen greedy. Dachte mir, okay, der hat nicht mehr viel. Den kann ich rausnehmen. Aber so ein Dreadnought ist einfach das dickste aller Schiffe. Und das merkt man gerade bei sowas. Also, das war jetzt kleines Lehrgeld, was ich da bezahlen durfte. Aber auch das muss ja mal der Fall sein. So, den muss ich weg. Ah, der hat er sich wieder weggebeamt. So, jetzt gerade so, dass ich hier weggekommen bin. Das war unglaublich eng. Hat man, glaube ich, auch bestens gesehen, dass das so eng war wie nichts Gutes. Aber auch das muss mal drin sein. So, den habe ich mit rausnehmen können. So, der will da von hinten reinhalten, aber da tue ich mich jetzt gar nicht drauf lang versteifen und hau da lieber ein bisschen ab. Dann klappt es auch ganz gut, wie man gerade gesehen hat. So, und jetzt bin ich wieder im Cloak. Captain, 50 zu 60, also immer noch alles ganz, ganz eng. Keinerlei. Komm schon. Der muss weg, der muss weg. Ja. Das war gut. 55 zu 60. Das war halt wieder mal der Vorteil, dass der Gegner da so alleine war. Und da drüben, da ist ein Gegner, den ich recht gut rausnehmen könnte. Da muss ich nur ran. Und dann klappt es auch. Ah, fuck it. So, weg, weg, weg. Auch das nochmal gut gegangen. Ah, ja. Ah, den konnte ich rausnehmen. Sehr gut. Sehr wichtig auch, hier mich um den kleinen Scheißer zu kümmern. Und den Flare würde ich gerne weghaben, aber mein Torpedo ist leider erst dann ready, wenn ich eigentlich auch schon wieder aufgehe. Das muss ich jetzt aber fast abwarten, weil dann kann ich den recht einfach one-shotten. Hier, ihr seht, jetzt hat er sein Schild an, aber das ist trotzdem dann kein Problem. Den kann man dann sehr gut rausnehmen
Und 75 zu 90 steht es leider gerade. Also 6 Kills, 2 Deaths, 2 Assists. Also eigentlich läuft es ganz gut, nur unser Team lässt sich da jetzt gerade so ein bisschen mehr aufreiben, als eigentlich da jetzt sinnvoll ist. Und jetzt kommen halt natürlich auch die Gegner rein. Und jetzt muss ich natürlich hier wirklich alles geben, was so möglich ist. So, Engaging Cloak. Ah, und dann haben sie mich hier rausgenommen. Leider war ich der letzte Kill der Runde. Sehr schade, aber trotzdem eine schöne Runde. Und ich glaube, man hat gesehen, warum mir die Klasse so Spaß macht, weil sie einfach deutlich anders ist als jede andere Klasse im Spiel. Sie ist ein bisschen hinterhältiger. Man kann aber gut was damit anstellen. Und ich glaube, ich habe mich trotzdem wacker verkauft und konnte dem Team so gut es geht dienen. Dann schauen wir mal, was hier so die Endauswertung sagt. Ja, mit 7 Kills, zweitbester von den XP, ganz knapp geschlagen hier auf den zweiten Platz. Hier oben, der hat auch guten Job gemacht, weiß aber gar nicht, warum der so viele Scores bekommen hat, weil eigentlich, vielleicht hat er einfach nur unglaublichen Schaden rausgehauen. Naja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen von Dreadnought. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.